Nein, Chris, ich bin kein Voyeur, ich bin ein Geschäftsmann, weil wenn ich das aufnehme, kann ich es ja entsprechend verkaufen. So viel Geld kriegst du dafür aber nicht, wenn eine Frau mit der besten die 30 jetzt, von zwei Kerlen am besten wär's jetzt, Lumi, wenn du ein Kind kriegen würdest. Oh. Und welchen? Lumi, du glaubst nicht, worauf die Leute so stehen, würde ich behaupten. Ich weiß ja gut, worauf die Leute stehen. Ich würde behaupten, das verkauft sich schon ganz gut. Kein Mensch bezahlt mehr Geld für Pornos. Man guckt die alle kostenlos im Internet. Ja, aber wenn ich genug Aufrufe kriege, dann kriege ich ja wohl von der Werbung Geld. Naja, es kommt drauf an, wenn es bei YouPorn landet oder sowas, siehst du nie wieder was von deiner Kohle. Ich mache einfach lumidasackt.com auf und mit Premium Pass. Hast du letztens eine bei Instagram geschrieben? Also, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Berühmtheit für, damit das wirklich lukrativ wird. Also, vielleicht ist es ja auch andersrum, du kriegst die Berühmtheit dadurch. Bitte bestell mir nie wieder Becks. Also ich trinke es zwar aus, aber es schmeckt räudig. Wissen das, ist das belgisches Bier, oder? Ja. Ja, ne. Dabei sollen die belgischen, also richtige belgische Biere, die nicht so kommerziell, also so bekannt sind, tatsächlich ziemlich gut sein. Bremen? Wir haben sehr interessante Mischungen mit Sirup. Erdbeer Benny, und Himbeer. Benny, Bremen. Was, Bremen? Ist das Bremen. Ein belgisches Bier? Das ist ein deutsches Bier. Pex. Das ist, achso, das ist ein deutsches Bier. Achso, ja, die nordischen Biere sind immer ein bisschen merkwürdig. Genau, ich glaube, da kann jetzt theoretisch Son of Hell weiterhelfen. Wie hieß denn das holländische Bier? Warum? Kennt er sich mit holländischem Bier aus? Habe ich da was verpasst? Der war ja auch schon ein, zwei Mal dort und da wird auch holländisches Bier ausgeschenkt. Also das war kein Becks, glaube ich. Jimmy, du musst übrigens dann langsam wieder anfangen mit Ernten. Also. Ich bin schon dabei mit Ernten, Schatzi. Achso, du hast aber nicht oben angefangen. Tätchen. Doch, aber nicht mit den Sachen, wo man eine Sense für braucht, weil ich die nicht dabei habe. Mua, 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 mua. Aber die Peperoni habe ich schon geerntet. Ich dachte, das heißt, komm, habe ich schon gegessen. Er merkt, die Peperoni habe ich schon gebissen. Das ist das einzige Bier, was es gab. Hast du es gelesen? Ach, die Peperoni hat sie schon gebissen, Benny. Nee, hast du den Nachschub Chris gelesen? Nee, das machen wir. Chris, ich werde mal den Command nochmal irgendwann umstellen für dich, beziehungsweise generell. Er wird dir keinen Text mehr schicken, es tut ihm leid, es war das einzige Bier, was sie hatten. Oh, okay, naja. Das aber ist aber Pizza traurig. Hat ganz lecker geschmeckt, muss ich mal ehrlich gesagt sagen. Was hat sie jetzt lecker geschmeckt, wenn nicht lecker geschmeckt? Die Pizza mal hat sehr lecker geschmeckt. Also die Pizza? Ja, Pizza. Ja, aber du. Also ich werde das auf jeden Fall mal wieder bestellen. Mach ich jetzt, ich müsste eigentlich nochmal eine Runde kämpfen gehen, glaube ich. Mach mal zeigen, ich den letzten Tag gerade? Oh. Nee, ich würde sagen, zwei Tage machen wir noch heute und noch einen. Dann können wir ja morgen alle nochmal in die Mine. Ich gehe heute in die Mine. Tschüss. Dann lass uns doch morgen mal in die Mine vom Dings gehen. Wir haben nur gar nicht so viel zu essen, weil wir das den Shit immer verkaufen. Ich habe 13. Ach, vergiss es, wir haben ja 500 Eis. Die brauchen, machen aber nicht so viel Energie. Ja, zwei Eis bist du auch voll mit Energie. Echt? Ja. Gut. Da will ich hin. Ist eben AFK mit Hund, alles klar. Chris, wo war denn das Uf jetzt? Was hab ich denn jetzt getan, dass das zu Uf gerade ein Bier, ich geb's ehrlich zu. Bock drauf. Cola. Was trinkst du denn? Cola. Bier, komm. Es gibt weißt du was, jetzt wird's noch es ist Diesel. Das Bier eben. Ist von Aldi aus der Plastikflasche. Da. Und es ist keine Cola, sondern Cola Light. Also zuckrig und, so. Und schlecht. Nein, ich will nicht 250. Siehst du, und als ich beim Bund war, haben ja, eigentlich durften wir das nicht, aber ein paar von uns haben trotzdem einfach sich aus den Vorräten bedient, die wir dort hatten, weil wir ja hinter der Bar standen. Und dann wurden nach einem Jahr mal Inventar gemacht, wie viel uns eigentlich fehlt. Ich glaube, wir hatten 2.500 Miese. Wow. Also in Euro. 2.500 Euro versoffen sozusagen. In einem Jahr. Pass auf, es gibt doch. Habt ihr das im Osten auch, Fofi-Partys, Vorfinanzierung fürs Abitur? Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte keine Fofi-Party, weil ich war ja ohne Abi, weißt du? Ich hab's nicht gehabt. Okay, das ist ja egal, bei uns in der Gegend gab es halt einfach verschiedene Gymnis und die haben dann diese Fofi-Partys geschmissen in Turnhallen und da ist aber auch jeder Jungspund aus der Gegend hingegangen, weil da ist man immer ganz gut ohne Ausweiskontrolle reingekommen. Es lief halt auch laute Musik und war aber keine Disco. Das heißt, ich war, glaube ich, auf meiner ersten mit 14 oder so. Nicht laute Musik, aber es war keine Disco.
Das war halt in der Turnhalle und organisiert von den Abiturienten. Genau. Erinnert mich an Fuck You Goethe. Ja, aber dadurch, dass du halt so eine private Security hattest und keine richtige Security, war halt die Ausweiskontrolle deutlich lascher. Das erinnert mich jetzt wieder ans Fahrenheit. Okay. Ja, im Fahrenheit war doch auch Ausweiskontrolle. Da waren kamen nur alle. Ja, aber alle Mädels kamen rein, aber das ist ja sowieso immer so. Mit Mutti ja, gut, okay. Kam ist ein bisschen Ausweiskontrolle bei uns auch. Okay, dann bleib mal schön. Ich habe auf die Schwänze meistens nicht so geachtet in Diskotheken, es tut mir leid. Oh, wow. Na, jedenfalls haben wir auch, also diese Vorfinanzierung fürs Abitur dient eigentlich dazu, dass man halt eine große Party schmeißt und davon relativ viel Geld übrig hat, um dann so Sachen wie Abitur, Pullover oder keine Ahnung, weißt du so, oder eine Abschlusszeitung, dass die irgendwie finanziert wird, dass man dann nicht noch Geld reinstecken muss. So, das ist die Idee dahinter. Das war und wir waren der erste Jahrgang seit, keine Ahnung, ist seit der Zeitrechnung, ich weiß es nicht, zumindest in der Geschichte von unserer Gegend, der zwei Fofi-Partys schmeißen musste. Weil bei der ersten Fofi-Party ist von unseren Abiturienten so viel Geld gratis, so viel Alkohol gratis rausgegeben oder untereinander gesoffen worden ist, dass wir am Ende keinen Plus hatten. Das war richtig bitter. Das heißt, bei uns liefen tatsächlich zwei. Chris hat mir was anderes geschrieben. Er hat wohl mal bei einer Motorfirma gearbeitet und laut PC hatten sie wohl 750 Liter Öl im Tank und dann haben sie nachgemessen und hatten 100. Oh, bitter. Bei Öl ist das schon krass, weil das ist ja wirklich nur teurer Scheiß. Mhm. Kommt drauf an, was es kostet. Egal, welches Motoröl. Motoröl ist immer relativ teuer im Vergleich zu einer Bier oder Cola. Ja, aber wer trinkt schon Motoröl auf einer Party? Ja, eben, aber trotzdem haben 650 Liter gefehlt. Ja, da haben wohl ein bisschen Motoröl abgezweigt. 7 Euro der Liter, mhm. Einkaufspreis. Wow. Nice. Ja, da haben sich gut die Mitarbeiter bedient. Boah, anscheinend. Ey, komm, die sind gerade alle besoffen, lass ein bisschen Motoröl abzweigen. Du, ich glaube, da ging es tatsächlich um Motoröl und nicht um Motoröl zum Trinken. Ja, ja, Felix denkt immer nur an Trinken. Der trinkt anscheinend auch Motoröl. Das war ja gerade dasselbe. Ich hab eine seltene Scheibe gekriegt. Was? Ich hab eine seltene Scheibe bekommen, hab ich gesagt. Seltene Scheibe. Jupp. Von innerhalb von 6 Monaten 650, das ist ja schon wirklich aktiver Diebstahl. So schnell viel kannst du, so viel Öl kannst du verbrauchen. Du musst schon echt viel fahren. Also, what the hell? Oh, das waren halt echt mehrere, ne? Oh nein! Vor 6 Monaten hatten wir nämlich 1000 Liter bestellt gehabt. Okay. Wieso macht bei euch jeder... Das ist doch das Team. Wir haben die Arbeiten aufgeteilt. Ich bin gerade am Minengedöns machen. Meine Tiere sind fertig für heute. Ich hab heute Lust zu angeln, weil ich essen will. Aber du kannst doch gar nicht angeln und essen. Doch. Frauen, ich weiß so, warum Benny so gut beim Angeln ist, ne? Warum? Desto höher der Pirk, desto größer ist der Toleranzbereich. Ja. Bei uns ist der, also bei mir und Lumi ist der halt verdammt niedrig. Und desto weniger bewegen sich die Fische vor allen Dingen. Ja. Also die Fische bewegen sich weniger und du hast mehr Bereich, ja. Aber du musst halt am Anfang einfach ein bisschen durchhalten bei den einfachen Fischen, dich hoch. Also, hochangeln. Ja, die seltene Scheibe habe ich auch gerade eingesammelt, Benny, die ist aber, die haben wir schon. So. Wir haben auch noch 3 prismatische Scheiben, mit denen wir nichts machen. Ne, du kannst 12 Uhr mittags in die Wüste gehen. Stimmt, da gab's noch eine. Nee, hab ich die Quest noch? Ich glaube, du hast die Quest. Das mein Schwert. Nee, aber du kannst danach. Hast du denn schon das gute Schwert, Alter? Nee, ich hab immer noch Lava-Katana. Ja, siehst du, damit kannst du doch das Schwert holen. Kann ich machen. Quest. Aber jetzt ist zu spät, müsste ich morgen machen. Und dann müssen wir morgen warten, bis wir da runtergehen, bis ich das gemacht habe, wenn es 12 Uhr ist. Runtergehen. Es geht schnell. Ja, Lumi wollte doch morgen in die Schädelhöhle nochmal, hab ich das nicht verstanden? Nee. Noch gerade das Inventur im Autohaus, haben 3 Autos gefehlt? Neuwagen? Was? Was? Wie können 3 Autos fehlen? Wow, das ist hart. Ja, Chef, ne? Die Autos, das ist ein Neuwagen, mit denen ist nix. Ich fahr dich mal kurz in die Werkstatt, ne? Wo ist denn das Auto hin? Ja, ich bin mit dem Fahrrad zurückgekommen, nicht so schlimm, oder? Hä? Können 3 Autos fehlen, also das ist ja echt schon hart. Also nach dem Tag noch einen Tag und danach genau. Schon mal Autochips, oder? Genau. Also dann in so 22:30 Minuten. Hm? 2 hatten sich gefunden. War nur eine andere Fähre, aber das dritte Auto fehlt dann trotzdem noch. Aber. Wie kann sowas untergehen? Na, Alter.
Okay, man vergisst mal irgendwas einzutragen irgendwie in die Bücher. Okay, also dass das in einer anderen Filiale ist, wenn man mehrere Filialen in der gleichen Stadt hat oder so. Ja, schon, kann mal vorkommen. Aber halt, dass das Auto ganz weg ist. Oder auch das Öl. Wenn du Öl rauspumpen aus einem Tank und irgendwann das reinpumpen, dauert ja auch einen Moment. Wenn das ein paar Liter sind. Mein Neuwagen komplett. Wollen wir wieder ein paar Treppen oder? Wir haben noch eine gebaute Treppe dort. Ja, wir haben zwei gebaute Treppen. Was? Einen Schlüssel gefunden, aber zwei waren weg. Ich würde sagen, jeder baut wieder 10. Ich habe gar keine Treppe das letzte Mal gebaut. Ich habe die nur gebaut, wenn ich sie brauchte. Der Vorteil ist, wenn wir sie halt vorher bauen, dann sind wir schneller, wenn wir unten sind. Ich glaube, ich habe immer nur ein, zwei vorgebaut oder so. Wir haben jetzt noch zwei Stacks A 999. Ich bin ja auch gerade noch am Steine farmen nebenbei. Das heißt, wir können noch, wenn der Benni jetzt noch Steine farmt und noch mindestens 18 Treppen, 18 ja, ja, Steine zusammensammelt. 18 Steine habe ich schon. Naja, dann ich habe schon 5 Stufen, dann... Na? Was? Was zur Hölle war das? Ich glaube, ich kann nicht mehr rechnen. Wow, 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 wow. Hau mich mal nicht, du blödes Vieh. Was ist mit mir? Die Lumi isst und ignoriert euch. Lumi isst und ignoriert euch? Okay. War nicht schon irgendwo eine Treppe? So. Von dem Wagen, da sind immer 3 Keys bei und einer hing im Tresor. Einer hing im Tresor, einer wurde gefunden und irgendwo ist ein Schlüssel weg gewesen. Das ist halt mir nicht klar, wie man... Also, ich nehme mir 150 Eis mit. Wie Luft man das reichen. Verlieren kann. Ich nehme mir eine Bergarbeiter-Mahlzeit mit. Können wir nicht noch ein bisschen was kochen, bevor wir dann darüber gehen? Wir haben ja keine Auberginen, keine Tomaten, weil jemand die Tomaten verkaufen musste. Ich habe die überhaupt nicht verkauft, die habe ich dir gegeben. Die eingelagert. Aber erst nachdem ich gejammert habe und da waren schon einige weg. Ja, hier ist nichts dafür, ruhig. Ja. Außerdem kann man ja auch andere Sachen kochen, außer blöden Tomatenscheißkram. Dann koch halt was anderes ohne blöden Tomatenscheißkram. Sei mal nicht so zickig da. Ehrlich, war, du hast angefangen. Ey, Lüge, es ist deine Tage oder was ist los? Ich wünschte, ich hätte sie, wenn ich eine Ausrede dafür. Du hast deine Tage. Lügen hat immer ihre Tage, wenn sie mit uns streamt. Jede Woche einmal. Natürlich werde ich überhaupt nicht zickig, wenn ich meine Tage habe. Kein Mensch merkt das, wenn ich die habe. Ja? Was wirst du dann, wenn du deine Tage hast? Beeinflusst dich das irgendwie in deinem täglichen Leben? Tatsächlich. Also den Tag davor bin ich total verfressen. Da esse ich sehr, sehr, so quasi wie so eine Schwangere. Also Essig, Gurken, Joghurt, alles hintereinander fort, was gerade so. Bist du so jemand, der saure Gurken mit Nutella isst? Also hintereinander, nicht parallel. Aber so, keine Ahnung, erst saure Gurken und dann Nutella oder so. Und danach wieder saure Gurken und dann nochmal ein Joghurt und dann nochmal eine Pizza. Keine Ahnung, ich bin da nur am Fressen. So, baut euch schon mal ein paar Treppen. Ich habe jetzt 10 Stück habe ich jetzt zusammen. 10 Treppen. Mach ich morgen früh. Ich kann das normalerweise nicht alles lesen, das ist so ein bisschen das Problem. Du hast mir gerade sehr, sehr viel geschrieben. Komm ich nicht hinterher. So, 1, 2 Treppen habe ich gebaut. So, und dann am ersten Tag meiner Tage habe ich gar keinen Hunger mehr. Dann esse ich fast den ganzen Tag nichts. Wenn dann die Vorräte. Ja, gut, wenn man den Tag vorher sich komplett voll frisst, ne? Das ist echt so. Team übrigens, a Son of the Hell, toll, ein anderer macht's. Und ich will dann immer sehr, sehr viel kuscheln und bin sehr, sehr. Fühle mich permanent sehr einsam. Hätte ich mal einen Fehler gemacht bei Schlüsselbestimmung, musst du ja immer Ausweis fragen. Jetzt so, es kommt ein Herr an und will einen Schlüssel haben. Ich schaue auf einen Nachnamen von Fahrzeugbesitzer und Besteller, Adresse, Nachname gleich. Schlüsselbestellung ausgehen. In einer Woche kommt der Vater an und sagt, sein Sohn habe einen Schlüssel bestellt und das Auto geklaut, beziehungsweise ausgeräumt und auch seine Wohnung, weil die halt Streit hatten und er ihn ausgewogen hat. Oh, na, du hast nur auf den Nachnamen geguckt. Und nicht, dass es. Oh, das ist mies. Autoschlüssel an den falschen rausgegeben. Ich hab's mal verbessert. Glückwunsch. Ja, Adresse und Nachname gleich, ja. Aber da kannst du ja.
Da kannst du aber wenig dafür, wenn Adresse und Nachname gleich ist. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass das funktioniert? Also. Boah, das war echt geil. Danke, Chris. Also ich bedanke mich auch schon mal, Chris, fürs Essen. Auch wenn ich gerade bis jetzt nur ein Stück davon gegessen habe. Ich bin satt. Oh Gott, bin ich satt. Hast du eine große gekriegt? Was? Hast du eine große gekriegt? Pizza? Ja. Ich habe gar keine Pizza gekriegt. Das ist vegan. Stimmt, was hast du jetzt gekriegt eigentlich? Ein chinesisches Essen. Deswegen ja auch Krabbenchips. Ich wollte genauer wissen, was es war und nicht bloß, ja, wir waren auch ein chinesisches Essen. So, es gibt für Vegetarier nicht viel Auswahl bei chinesischem Essen. In der Regel ist es immer das Gleiche, deswegen ist chinesisches Nudeln. Essen genauso ein Gericht. Chinesisches Gemüse mit Tofu und Reis. So, ich bin da Bushaltestelle. Warum? Noch bis um 11. Ich wollte sagen, vor um 11 ist da eh nix. Aber was? Um 11? Ja, da kommt die Busfahrerin doch erst. Um 10? Oder um 10, ja gut, ja, aber das aber ist trotzdem. Sieben, dann nützt es ja nicht, wenn du um 7 schon da stehst. Er Felix ist halt richtig deutsch. Er steht halt an. Wie die Omis. Ich stehe immer schon 4 Stunden bevor der Bus kommt an der Bushaltestelle. Was soll ich denn auch sonst machen in meinem Leben? Ohne Witz, wie die Omis, die, wenn es um 9.30 Uhr der Laden aufgeht, schon um 8.30 Uhr dastehen, weil sie haben dann nichts zu tun. 40.000 Euro. Die armen Omis nichts, ja. Die haben aber wirklich nichts zu tun. Die haben nichts getan. Ohne Witz, ich habe im Konsum gearbeitet und dann muss ich eine halbe Stunde vorher da sein, weil noch ein bisschen Sachen zu vorzubereiten waren und die waren vor mir da. Okay. Dann mal alles klar, gute Nacht, lieber Chris. Schlaf schön, träumer schön. Danke nochmal also, für... Ich hatte da Samstagsschicht teilweise, die um 8 losging und da war ich 7.30 Uhr dort und da standen die schon davor und haben gewartet. Ja, weil sie, weil sie schon früh auf sind. Das hat meine Chefin... Hat, Menschen isst man nicht mehr so viel. Meine Chefin hat mir dann gesagt, komm lieber hinten hin, weil sonst habe ich ein Problem, warum ich die nicht reinlasse und fange an zu diskutieren. Naja, aber Benni, ne, wenn du zum Beispiel so eine ambulante Pflegerin hast, was denkst du, wann die bei dir aufschlägt? Also bei uns schlägt die ambulante Pflegerin schon, warte Nacht, mal, ich gehe ja 5 Uhr gehe ich auf Arbeit, 6 Klar, Uhr gut. Klingelt die bei unserer Oma, die mit dem Rollator da ist, 6 Uhr. Ja stimmt, Xeli ist ja Xeli ist in der Szene tätig. He knows the in and out. Genau. Szene. TwitchCon ist aber noch über eine Woche, Chris, ne? Das ist ja dann erst nächste Woche. Ja. Naja, ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, dass ich keine gehabt habe. Am Dienstag drauf hat mein Bruder seine Hochzeit, also sowieso noch ein paar Sachen vorbereitet. Kommst einfach so vorbei, ist schon klar. Passt. Ja klar, ich stehe dann vor der TwitchCon und warte, bis ihr fertig seid, oder wie stellst du dir das vor? Ich kenne noch jemanden, der da hinkommen will, tatsächlich um nur die Leute dann abends zu sehen, weil keine Karte mehr da ist. Naja, also dafür lohnt sich dann Berlin nicht, ich bezahle ja mindestens 150 Euro. Ja, kannst du in Berlin noch was anderes machen, da, hallo? Bus ist da. 10 Uhr. Bin ja schon auf dem Weg. Hast du die Dings, prismatische Scherbe dabei? Nö. Man muss ja eh bis 12 Uhr mittags warten, wurde mir gerade gesagt. Ja. Soll ich jetzt bis 12 Uhr mittags warten, dann ist ja eh Wurst. Ja, rausgehen, wieder reingehen können, die Treppen sind ja da. Ja, ist die prismatische Schein mitgenommen. Durchrennen, toll. Na dann halt nett. Hab's jetzt mitgenommen. Jo, bin aber... Jetzt kannst du auch oben warten, wenn du noch mehr Zeit hast. Ja, hatte ich jetzt nur vor, tatsächlich. Ja, komm dann irgendwann nach. Ihr schafft das schon. Stimmt. Oh, Bomben habe ich vergessen mitzunehmen. Irgendwas ich hab ist Bomben immer. Mit. Ich nicht. Echt jetzt? Geh in den Dungeon, nimm keine Bomben mit. Ja, ich bin nicht mehr dran gewöhnt. Was ist mit euch falsch? Was? Bin halt nicht mehr dran gewöhnt. Rechts oben ist die Treppe. Hier unten kann ich noch, auch. Kann ich nochmal Sandy begutachten? Die gute Daume. Ich hab mein Handy immer noch nicht geschickt bekommen. Ich werd langsam frustriert. Echt jetzt? Ja. Hast du denn bei eBay Kleinanzeigen? Nee, normal eBay und es ist jetzt vor 3 Wochen habe ich es ersteigert und jetzt hatte ich ihr halt, hat ihr mehrfach geschrieben, da kam dann erstmal nichts mehr. Also wir hatten schon geschrieben und so ein bisschen die Daten ausgetauscht und so kam. Aber bezahlt hast du noch nie. Rote Beete ist übrigens Herbst. Echt jetzt? Schon bezahlt, ja. Per PayPal? Nee, per Überweisung. Uff. Treppe. Und ja, hoffentlich funktioniert das. Ja, und dann hat sie halt, wie gesagt, also am Anfang hat sie mir noch geschrieben und gemeint, ja, so hat die Motto Glückwunsch, guten Schnapp gemacht und so und keine Ahnung was und sie braucht meine Adresse noch, das habe ich ihr dann auch geschrieben. Ihr oder ihm, keine Ahnung. Und dann habe ich sie überwiesen und sowas. Dann schrieb sie mir, kam halt nichts mehr, ne? Und dann habe ich jetzt
habe ich ihr dann jetzt nochmal geschrieben und so und habe jetzt auch so ein Ebay-Ticket aufgemacht oder sowas, weil dann irgendwie gar nichts mehr kam. Jetzt kam am Montag dann ein riesen Entschuldigung und Tara und der Kleine war im Krankenhaus und keine Ahnung was und sie oder er schickt es dann und legt noch was bei als Entschuldigung und schickt es direkt Montag los. Und ich habe es immer noch nicht. Bitte. Solange bin ich diese Pist. Also ich meine, hier ist ein Loch. Hup rein. Ich bin 8, du? Ich bin 8. Lumi ist erst 8 Jahre alt. Ich bin hinuntergefallen. Alter, jetzt ich komme hier nicht. Welche Ebene bist du denn? 20. Oh wow, hier sind überall Treppen. Ab ins Loch, genau. Ab ins Loch. Okay, warte mal, ich baue jetzt. Jetzt musst du ja nämlich erstmal bauen, weil du dich nicht vorbereitet hast. Ja, eigentlich wollte ich das heute Morgen machen, aber. Ja, nervt mich nicht. Ich springe auch ins Loch. Ich bin 6 Ebenen hinuntergefallen. Du? Ich bin 11. Ja, gut, okay, ich bin 15. Aber hier ist... ab 15 baue ich Treppen, ne? Also, entweder habe ich gerade Glück. Oh, nee. Ich habe auch die ganze Zeit Treppen gefunden, die ersten 2 Ebenen. Hier sind 2 Mumien, bevor ihr da irgendwie ein Haus. Was ich baue? Treppen baue ich. Ich habe wieder eine Treppe gefunden. Ich habe ein Loch gefunden. Auf Ebene 18 ist noch ein Loch. Spring schon. 8 Ebenen, jetzt bin ich auf 26. Wo seid ihr? Ich bin immer noch da, wo ich bin. 21. Was bist du, Felix? 21. Okay, dann musst du jetzt Treppen bauen. Dann muss ich Treppen bauen. Ich kann aber einfach gemütlich zu dir kommen. Ja, wenn du das möchtest, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben 13,50, ne? Ja, eben. Ich suche hier schon mal weiter. Musst du mal Treppen bauen. Hat aber jemand losgelegt. Hoi. Ich habe zum Glück vom Bett. Ich bin 25. Wo bist du? Ich bin 26. Okay. 23. Miau. Bin da. Sehr schön. Hier habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ich bin noch weiter runtergefallen. Ich bin 33. Okay, wow. Easy. Läuft. 25. Benni, du hattest was gefunden? Ich bin 33. 25 ist ein Loch, müsste sein, ja. Echt? Oh scheiße, ich hab das Loch nicht... Ah ne, auf 26. Ich war ja auf 26. Du warst auf 26, oh, ja. Ziemlich mittig. 8 Ebenen bin ich. Ich bin jetzt... Bin ich glaube ich auch. 30. Ja, da ist ein... ich bin schon eins weiter, das ist links unten in die Richtung ist... Es ist... Boah, ich bin unverwundbar, wenn ich esse. Das ist interessant zu wissen. Was? Man ist unverwundbar, wenn man isst. Ich bin schon eins unter dir. Ja, ich muss aber erstmal aufessen. Ich habe gerade gegessen und währenddessen ist ein Vieh durch mich durchgeflogen. Jetzt habe ich keine Steine mehr, schlecht. Macht ihr mal, ich komme wohl da schon wieder irgendwie ein. Wo bist du? 30 jetzt. Aber wie gesagt, macht einfach, 35. Ich komme da schon irgendwie ein. Ja, doof. Ich komm schon. Felix hat keine Lust mehr zum Buddeln. Einfach mal eine Bombe legen. Hat aber nicht funktioniert, oder? Also kam nichts raus. Nur Geoden und Steine. Oh, wir brauchen doch noch Steine, perfekt. Ja, damit wir weitere Treppen bauen können, toll. LOL! Beim Stein, ey. Wow. Ich bin wieder zu heiß, ich finde keine Treppe. Wir könnten den Weg schon mal schön ebnen. Weißt du was, vielleicht bevor wir jetzt wieder suchen, hier ist eine, ich mach's hier hin. So, bin unter dir, ne? Da, okay. Das kann doch echt nicht sein. Wenn du willst, kannst du noch eine Treppe machen, wenn du noch Treppe hast. Ich habe jetzt keinen. Ach, ich habe sogar noch eine Treppe. Wenn du noch Treppe hast, ey. Sprich doch mal Deutsch, Junge. Ey! Wenn du noch Treppe hast, ich bin die Pommes und er ist das halbe Hähnchen. Komm her. Ey, yo. Oh, da ist doch. Nein, toll, da ist eine freie Treppe und ich habe sie nicht gefunden. Bleib hier, Benni. Bleib in der Nähe. Also, du findest jetzt kleine Treppe. Problem ist, dass da was um dich rumschwirrt. Oh, scheiße. Hier sind Geister. Bock ich auf. Muss erstmal ein Eis essen. Ich esse mal ein Eis. Gönn dir ein Eis, mein Kleiner. Hier ist eine Treppe. Das ist gut. Ab wo gibt's wieder Treppen? Ab 35? 35, ja. Wir sind zwischen 41. Benni? Ja, ich setze es doch einfach. Ich komme schon zu dir zurück.
Bin trotzdem gucken, ob ich irgendwo finde. Wir ballern jetzt wieder alle unsere. Wow, Steine! Oh, eine Bombe. Oh, fuck off, da unten ist eine Treppe. Iridium! Okay, 34 ist auch eine Treppe. Ich komme zu euch. Du hast jetzt keine Treppen mehr, richtig? Und du willst doch keine mehr bauen. Okay, na gut, dann warten wir. Ne, erstmal auf Lumi warten, wir zusammenkommen, würde ich sagen. Lauf ruhig, sucht. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Stimmt, es ist schon bei 18 Uhr. Ja, gut, schaffen wir richtig gut. Treppe über dir. Ja, ich hab's gehört. Treppe kleiner leider. Wo seid ihr? 45. Ich hab noch eine Treppe. Ich auch. Ja. Ich bin auch schon auf dem Weg zu euch, ne? Also ich bin gleich da. Also 47 sind wir jetzt. Er ist ein Treppen, er hat ein Treppen. Hallo, Awakened. Meisten Treppen sind Treppen, da bist du doch. Ist das, so schnell geht's. Das ist halt das Coole, dass die Treppen dann, oh ja, so vielleicht auch mal ein Eis essen. Die dann halten. Stüpp. Was ist denn? Stüpp. So, dann machen wir halt nochmal Treppen. Treppen wir niemals. Ich hab grad eine Treppe gesetzt. Was? Sag doch was. Hab ich auch gerade gesagt. Davor. Gera, geh weg da, ich seh nichts mehr. Die Treppen hast du jetzt noch gebaut, ey. Vier oder fünf? Hier ist eine. Oh, guck mal. Oh, wow, da fliegt was. Bäcker bei der Mahlzeit. Oh oh! Krieg die Lumi, du bist unverwundbar, während du isst. Hast du es gemerkt? Du bist gerade durch die durchgeflogen, während du gegessen hast. Bin ich aufgefallen? Ach Gott. Du bist schon neu! Ich bin ein Trick, ein Bier. Ich bin nicht ganz da. Was? Wer will ein Trickbier? Auch so ein Trickbier, ey. Nicht? Oh, Treppe. Na, während der Animation, sag ich ja. Während der Animation vom Essen ist man unverwundbar. Geh weg, du blöder Schleim. Wir bräuchten mehr Treppe. Löcher. Treppe. Mehr Löcher. Löcher, die man gut reinpassen, sind immer gut. Löcher, Treppe. Der Knaller? Löcher, Treppe. Ich hab den Knaller bekommen. Soll ich den Knaller zünden? Bitte was? Treppe. Ich hab halt wirklich gerade eine Waffe gefunden, die hieß der Knaller. Ach, wie nett. Irgendein Hammerding. Knüppelstufe 5. Halt das Vieh mal auf, ich such dabei schon mal. Felix schafft das schon, dabei zu sterben. Immer nur noch so 4 Stunden. 3 Treppe. Ich habe übrigens auch noch eine fertige Treppe, aber wir müssen die nicht benutzen. Treppe. Lumi ist schneller mit Treppen finden, als ich mit Bauen. Ich hab heute irgendwie Glück, glaube ich. Also Pech. Was? Was? Treppe. Was? Was? Oh, hier spawnt Shit. Aua. Das sind sogar noch Treppe. 2. Ich glaube, Benny wird umkommen. Nein, ich bin weg. What aber damit the hell? Oh, what? Aber ich glaube, da aber... Oh ja, 54. Yo. Lumi, warum hat der dich nicht angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Der hat mir gerade überhaupt keinen Schaden gemacht. Wollen wir vielleicht schnell von der Ebene runter? Ja, wäre irgendwie nice, ne? Ja. Aber. Ah, die habe ich gerade gesetzt. Ja. Das ist mir doch egal. Ich will sie trotzdem ankündigen, dass sie da ist. Treppe. Das ist irgendwie in dem Gehirn jetzt verankert. 64. Läufst du jetzt wirklich so durchs Leben, auch wenn du im realen Leben eine Treppe siehst? Treppe! Ja. Treppe! Herkommen, Treppe! So mache ich das. Oh wow, ich sollte was essen. Nom nom nom. Treppe! Ernsthaft? Nein. Oh, Löcher, da stehe ich drauf. Ich bin 8 Ebenen runtergefallen. Löcher, da stehst du drauf? Ach so. Ja. Bist du drauf? Aber Boobs sind schöner. Aber ich bin so 4 Ebenen runtergefallen. 4 Ebenen. Jo. Okay, ich bin 8. Nein, Benny. Ich hab noch ein Loch gefunden. Hey, Lumi, du machst das. Auf Level 70 ist ein Loch. Ja, ich könnte noch was bauen, aber dann musst du mir kurz vom Ding jetzt halten. Dinge ist aufgegeben, hab die Level 100 zu erreichen. Klappe. Okay, ich bin auf dem Weg. Oh, fuck. Loch.
Oh, nee, ey, kannst du eine Treppe? Ich hab eine Treppe. Ich hab eine Treppe hier oben am Eingang. Ich bin jetzt 84. Echt jetzt? Ja. Halt, zieh durch, nur verschläfst halt ein, mein Gott. Ja, ja, jetzt geh ich nicht mehr heim. Ich bin 13 runtergefallen. Oh, yo. Ja, wow, hol auf. Bin 83. Yeah. Ich bin 85. Hier ist aber viel Shit. Ich will nicht. Durch. Bei 84, ja, da war eine Treppe, guck mal, 84. Ja, 84 müsste eine sein, die hab nämlich ich gefunden. Joa, da bin ich. Ich bin bei 85 bei dir, Lumi. Ja, ich auch. Dann such. Such, Hündchen, such! Such, schneller! Treppe, hier links oben. Ja, ich komm. Hey, wir können es schaffen. Ich bin gestorben. Nee, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, tatsächlich. Nein, Felix! Bräuchten noch mehr Steine zum Bauen. Hallihallo, Mitchell! Oh, Treppe links. Ich kann noch eine Treppe bauen, gerade. Ich nicht. Hoffentlich habe ich mein Schwert nicht verloren. Nein, wir haben... Oh, ich habe mein Schwert nicht verloren. Wir haben ja eben noch prismatische Scherben. Ja, eben. Damit sich dein Status im Spiel erreicht, wo uns nichts mehr wichtig ist, weil wir Kohle haben, Schwerter haben. Ja, und prismatische Scheiben vor allen Dingen. Ah, diese blöde Iridium-Fledermaus. Was, wo? Oh, scheiße, links scheiße, oben. Da ist so ein verseucht Ding. Ich glaube, ich gehe nach Hause, weil schaffen tue ich das eh nicht mehr. Lass mich doch nicht. Ja, aber du verlierst ja aber auch nichts. Jetzt bau! Ja, ich kann nicht bauen. Jetzt ach gleich. Gott. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Doch, ich krieg kein Kind. Ach nee, meine Frau ist ja schon schwanger, bei mir ist ja alles fein. Ha! Basti wird auch eine Nacht mal sich selbst befriedigen können, ey. Ja, aber dafür gibt's keine Kinder. Ja, mir doch egal. Treppe. Ich bin tot. Das kann doch jetzt nicht echt nicht sein. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Auf Level 90 scheitern, Leute. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Das ist nicht euer verdammter Ernst, ey. Nee, da können wir danach mit Stardew Valley jetzt aufhören. Ey, was es hier an Iridium gibt, Leute, ey, es ist ja abartig. Ja. Aber keine Zeit für sowas. Notfalloperation wurde mit durchgeführt. Und du schaffst trotzdem den Biss nachher immer. Nein, ich schaff's nicht. Wenn das hier aufkommt, schaff ich's nicht. 18 Iridium haben wir das gewonnen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht echt nicht sein, Leute. Na, Mitch, wie geht's dir denn? Alles gut. Ich hab eine Bombe. Ach, eine fuck Bombe. Off. Jag dich alle Uhr. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht nochmal. Wir haben ja Monsterhof wie und so. Wie kann man in dem Spiel sterben, ey? Wir lassen dich das nächste Mal mitspielen. Son of the Hell. Bonofell. Man kann in dem Spiel schon relativ einfach sterben. Ey, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ich schlafe jetzt hier auf Ebene 92 ein. Oh, ich bin vor Lumis Haus eingeschlafen. Ich habe nicht ganz geschafft, in Lumis Haus hineinzukommen. Ja. Also muss tatsächlich alles mit den Treppen durchballern, ansonsten geht das nicht. Song Request, Leute, funktioniert erst bei Dota wieder, nicht bei Stardew. Aber Minenarbeit Stufe 8 habe ich bekommen. Yeah. Da kann ich Megabomben bauen. Oh, ja. Krasse Scheiße, Ben. Brust. Jetzt geht's los. Brust! Ich habe übrigens nicht drauf geachtet, ob ich mein Schwert verloren habe. Wollen wir jetzt erstmal aufhören für heute?